Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Yonder. So, wir wollten ja heute weitermachen mit der Aufgabe mit dem neuen Königreich. Jetzt muss ich erstmal auf die Map schauen. Wir müssen da unten hin. Dann müssen wir mit der Fähre rüberfahren. Das hatte ich ja letzte Folge schon gesagt. Und da machen wir uns jetzt mal auf den Weg hin. Mal schauen, was wir da dann finden. Ist das der Ort, wo die Düsternis seinen Ursprung nimmt? Seinen Ursprung hat? Ich bin gespannt. Wir werden gleich auf jeden Fall mal schauen. Ah, warte mal, da können wir auch mal gucken, ob wir da vielleicht die Düsternis noch wegbekommen. Hier haben wir auch noch eine Aufgabe. Ah, jetzt mache ich das schon wieder nicht heute. Das ist ja Wahnsinn. Seemann, tack. Ah. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie interessant. Ich muss das aufschreiben. Ack, warte, du. Du siehst gut aus. Du hast also überlebt, was? Und Kapitän Pauline geht es auch gut? Hat dich gebeten, nach uns anderen zu suchen? Wie du siehst, geht es mir gut. Sag ihm, dass ich hier glücklich bin. Und beschäftigt. Aber ich muss jetzt wirklich weitermachen. Kari bat mich, Informationen zu sammeln und dir bald zu berichten. Bis dann. Okay, also den Seemann haben wir damit schon mal gefunden. Den Seemann, tack, jetzt müssen wir die anderen noch finden. Ja, aber das wird dann schon automatisch irgendwann passieren, über kurz oder lang. So, jetzt interessiert es mich erstmal, ob wir hier die Düsternis wegbekommen können. Ja, können wir. Wir haben sogar einen Geist mehr, als wir brauchen. So, wir können also direkt da anknüpfen, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Ja, die Region ist okay. War da gerade eine Katze? Ja, hier sitzt sie. Wir haben eine Miezekatze gefunden. Was hatten wir hier? Ach, das war jetzt nur ein Ast. Okay. Gut. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Nee, ne? Also da hinten haben wir schon noch Punkte, aber das dürfte jetzt gerade nichts sein, was von unserem Interesse wäre. Wir machen jetzt weiter mit dem Königreich. So habe ich es versprochen und so möchte ich das diese Folge auch halten. Und vielen lieben Dank auch für den Tipp, dass man Shampoo selber herstellen kann. Dass ich, oh Gott, bei wem musste ich dafür nochmal die Aufgaben machen? Brauerin, genau. Stellt sich halt nur die Frage, wo ich das machen kann, aber das werden wir schon noch rausfinden. Wow, das sieht ja auch cool aus hier mit diesen. Sehr, sehr nice. War das ein Aquädukt? Ja, ne? Sieht so aus. Ist aber nicht mehr das meiste von übrig. Okay. Ach genau, jetzt zu den Fuchsstatuen wollte ich auch nochmal gehen. Die kann man ja in aller Regel drehen. Ich will mal gucken, was passiert. Ich die alle zueinander drehe. Aha. Kit. Das war ja ein komplizierter Weg, um mich zu finden. Aber jetzt hast du mich gefunden. Also, was stehen wir hier noch rum? Lass uns gehen. Damit haben wir einen weiteren Geist entdeckt. Einer ist noch übrig, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Kit an besonderen Orten. Lebhaft. Kit ist ein Geist, der keine Pausen mag. Ja, dann wollen wir doch direkt mal weiter, würde ich sagen. Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Ja. Hier müssen wir weiter runter. Ist das da hinten ein Leuchtturm? Wow, jetzt kriegen wir hier gerade wieder Tag und wir haben so ein Mistwetter. Wow, sogar mit Gewitter hier. Mit Gewitter, mit allem drum und dran. Okay. Jetzt muss ich gleich runter wieder zu dem Steg, ne, den wir ja selber repariert haben. Ja, hier unten hin, wenn mich nicht alles täuscht. So.
alle an Bord. Und auf geht's nach drüben. Okay, also er bringt uns anscheinend auch wieder zurück. Der bleibt auf jeden Fall hier. Oh! Eine Wüste. Hier ist das alte Königreich. Okay, hier rechts ist direkt ein Fragezeichen. Da will ich doch direkt mal gucken. Was haben wir hier? Aquablume. Okay. Hier sind ganz neue Sachen. Das werde ich bestimmt noch nicht wegbekommen. Nee, 13 brauche ich dafür. 10 haben wir und 13 brauche ich. Das wird jetzt wahrscheinlich auch alles ein bisschen... Oh, guck mal, eine kleine Raupe. Oh, die hat Angst vor uns. Da wollen wir sie nicht weiter nerven. Wo ist denn das Fragezeichen? Da hinten ist ein Fragezeichen. Okay. Sind das immer besondere Orte, die mit dem Fragezeichen gekennzeichnet sind? Ja, guck mal, hier ist auch Düsternis. Das können wir aber machen. Dafür brauchen wir nur 4 Geister. Okay, hier ist eine Truhe. Damit haben wir jetzt tatsächlich zum ersten Mal ein ganz anderes Biom entdeckt. Orangenes Shampoo. Ich glaube, orange will ich meine Haare jetzt nun auch nicht unbedingt machen. Okay, jetzt gehen wir aber mal da hinten hin und erledigen endlich unsere Aufgabe. Sonst steinigt ihr mich demnächst noch, wenn ich hier jedes Mal einen Umweg drumherum mache und die Aufgabe wieder nicht abschließe. Aber ganz cool sieht es hier eigentlich aus. Ja, doch. Ich bin gespannt, was uns in dieser Höhle erwartet. Meistens sind ja von der Dunkelheit nur irgendwelche Kisten verborgen. Okay. Geht's hier noch irgendwie zu einem besonderen Ort? Hier ist eine Katze. Irgendwo. Da ist sie. Sandpfötchen. Na, 9 haben wir hier jetzt in diesem Gebiet noch über. Aber wir haben ja auch gerade erst dieses Gebiet hier entdeckt. Wow. Schaut mal, sieht eigentlich ganz nice aus. Oh, schön. Guck mal mit den Schmetterlingen. Da ist auch noch eine kleine dicke Katze. So. Wow. Das ist also das alte Königreich. Eri ist wieder da und spricht zu uns. Grüße, Geisterseher. Deine Reisen haben dich viel gelehrt, aber es gibt noch viel mehr für dich zu lernen. Wir stehen vor dem Wolkenfänger. Einst eine großartige Leistung unserer beiden Völker, heute eine offene Wunde zwischen unseren Welten. Diese Wunde steht zwischen dir und den Antworten, die du suchst, und ist die Quelle der Düsternis. Durchsuche die Wüste, Geisterseher. Finde den alten Mann, den die Zeit vergessen hat. Er wird dir zeigen, was zu tun ist. Lebe wohl, Geisterseher. Du hast noch einen weiten Weg zu gehen. Okay. Ein alter Mann? Welcher alte Mann? Was haben wir hier drin? Ich will da mal lieber nicht reinspringen. Ich glaube, da kann ich auch gar nicht. Nee, da kann ich gar nicht reinspringen. Okay. Mhm. Der alte Mann ist da oben. Aber ich will gerne erstmal hier nach oben auf den Turm drauf. Wow. Wie schick das aussieht hier oben. Ob wir hier wohl auch noch was machen müssen mit den Zahnrädern? Der Zahn der Zeit quasi. Da komme ich nicht drüber. Okay, jetzt kann ich hier nur an der anderen Seite wieder runtergehen. Also scheint da oben nichts super Interessantes und Spannendes zu sein. Das heißt... Da unten ist Düsternis. Da kommen wir so auch nicht weiter. Dann müssen wir wohl außen rum. Sieht auf jeden Fall so aus. Wow, guck mal hier, jetzt können wir das... Oh.
Gleich geht die Sonne unter, dann wird's kalt. In der Wüste ist es ja sehr, sehr kalt bei Nacht. Guck mal da hinten, da glitzert's blau, da ist ein weiterer Geist. Den schnappen wir uns jetzt zuerst mal. Ansonsten vergesse ich das noch wieder. Ihr kennt mich, ich kenne mich, das hat keinen Sinn. Wenn ich das jetzt nicht sofort mache. So, jumpen wir mal hier hoch. Wir sind ja zum Glück gut zu Fuß. Eine Zeichnung. Das ist eine kurze Notiz. Glanzsandschrein. 0 von 3 Sonnenbrillen. Okay, also anscheinend brauchen wir für diesen Geist eine Sonnenbrille. Gut. Interessant. Da hinten ist auch noch Düsternis, die wir vielleicht auch schon wegbekommen können. Schauen wir direkt mal vorbei. Oh, guck mal, da oben drauf ist eine Miezekatze. Habt ihr sie da gesehen? Liegt sie auf dem Rücken und strampelt mit den Beinen. Jetzt nicht mehr. So, 7 weitere Kätzchen sind übrig. Ich finde das ja total süß gemacht mit den Katzen. Und hier können wir die entfernen. Ja, dafür brauchen wir 8 Geister, das geht also. Oh, was ist denn das für eine Statue? Stein der Weisheit. Zeige mir, dass du es ernst meinst. Die heute gepflanzten Samen bringen ein besseres Morgen. Okay. Klingt für mich nach einer Weisheit, die uns sagen soll, dass das, was wir tun, Konsequenzen haben wird. Und eben den Weg für eine bessere Zukunft ebnet, wenn wir hier die Düsternis vertreiben. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, guck mal, da hinten ist so ein Holzbogen, wie so ein Türrahmen. Vielleicht müssen wir da hin. Da rechts will ich aber auch noch hin. Da gibt es noch ein paar Kisten zu zertrümmern. Huch, die wollte ich eigentlich mitnehmen, aber egal. Ja. Und das noch? Nee, ich glaube, hier haben wir gerade gar nichts bekommen, oder? Da ist noch eine kleine Miezekatze. Ah. Noch 6 übrig. Guck mal, ist hier oben irgendwas? Das hat für mich so ein bisschen den Anschein. Ist da oben was? Das sieht für mich nämlich so aus, als ob wir da irgendwie... Als ob uns das etwas sagen wollte, sollte, verflixt. Dass das da so... Die Steine stehen irgendwie so zueinander, als ob es einem da irgendwie, wie gesagt, zeigen will, dass da noch irgendwas oben drauf ist. Aber anscheinend kommen wir da doch nicht so ohne weiteres rauf. Vielleicht aus einer anderen Richtung. Das kann natürlich auch sein. Aber gucken wir erstmal hier. Hier ist die Quest. Hier ist so eine... Wow! Schaut, das sieht ja auch nice aus. Wer ist das? Zauberer Doubles. Ja, ja, du siehst aus, als hättest du eine Menge zu erzählen. Tut mir leid, ich kann mir nicht jede Geschichte von irgendwelchen Reisenden anhören. Muss mich um eine Wasserquelle kümmern. Ohne Wasser überlebt man in der Wüste nicht lange und unsere nächste Quelle liegt hinter der Düsternis. Ich muss einen Weg finden, um die Düsternis zu beseitigen, oder wir werden bald großen Durst haben. Kann ich das nicht machen? Ach ja. Ups. Guck mal da, haben wir sogar schon als nächste Aufgabe bekommen. Hier ist noch eine Truhe. Silbershampoo. Sieht Silber anders aus als Asche? Die Düsternis. Da hinten ist die Düsternis, die ihr sucht. Anscheinend können wir da durch. Das sieht nach so einer Art Canyon aus. Das gucken wir uns doch direkt mal an, würde ich sagen, oder? Okay, ich halte mich hier mal rechts an den Steinen entlang. Mal schauen, ja, hier scheint es rechts reinzugehen. Ja, guck mal, ja, hier ist der Weg. Ich schaue immer mal noch so ein bisschen, ob ich vielleicht auch Katzen noch finde.
haben wir ja doch noch die ein oder andere, wobei man die eigentlich immer recht gut hört, wenn man dann in der Nähe ist. Oh, pst, hört mal. Das Spiel, finde ich, ist unheimlich detailverliebt. Es ist unheimlich detailverliebt von den Sounds gemacht. Es hat einen ganz, ganz tollen Soundtrack. Es lädt einfach zum Entspannen ein. Total. So. Bin ich doch mal gespannt, ob wir die Düsternis schon wegbekommen. Ach, guck mal. Das hier sieht aber so aus, als ob hier irgendwas wäre. Oder auch nicht. Doch, da. Guck mal da. Da ist eine Truhe. Blaues Feuer. Wir haben ein Feuerwerk bekommen. Okay. Und rotes Feuer. Und gelbes Feuer. Ach. Verflixt. Da hätten wir so oder so drüber gemusst. Anders wären wir gar nicht weitergekommen. Oh, jetzt dachte ich schon mal, ich hätte was Tolles gefunden. Und ich hätte was direkt auf Anhieb entdeckt. Okay, habe ich ja auch, aber nichts Besonderes. Den Weg hätten wir so oder so nehmen müssen. Akuna-Oase. Ist das? Eddie. In letzter Zeit ist es schwierig, in Gerberei Pfiffeldipp Kleidungswaren zu bekommen. Okay. Warum? Was haben wir hier? Haben wir hier Aufgaben? Nee. Ich mache jetzt erstmal um die Leute an sich einen kleinen Bogen. Wir machen erstmal mit den Aufgaben weiter, würde ich sagen. Hier will ich mal schnell schauen. Münzen aus dem alten Königreich. Die handelt der. Brauche ich jetzt aber, glaube ich, gerade nicht. Können wir die Düsternis entfernen? Ja, sehr schön. Die können wir entfernen. Dann machen wir das doch auch direkt mal. Wir nehmen direkt so viel mit wie irgendwie möglich. Ich weiß jetzt nur gerade noch nicht, was uns das gebracht hat. Ist hier hinten irgendwas? Hm. Moment, das sieht aus, als ob es hier schneien würde. Was zur Hölle? Wow, die sind ja hübsch. Ein Fenikorn. Oh. Oh, anscheinend habe ich aber noch nichts, was die fressen. Wow, aber die sind ja total hübsch. Aber die sind laut. Okay, hier haben wir wieder Düsternis. Da ist noch eine Katze da links. Können wir die entfernen? Nee, dafür fehlen uns noch, wow, 4 Geister. Okay, das ist krass. Hallo, Miezekatze. Hier sind 5 übrig von den Katzen in dem Gebiet. Ja, hier fangen wir jetzt quasi ja wieder neu an zu suchen. Und die, ja, die können wir entfernen, die Düsternis. Also dann. Was haben wir hier drin? Eine Sonnenbrille. Okay, cool. Das heißt, wir brauchen noch 2 weitere, um diesen einen Geist zu holen vorne, oder? Ich denke mal. Hm. Und hier ist dieses Riesengebiet. Ich denke mal, das werden wir wahrscheinlich ganz zum Schluss befreien können, wenn wir alle Geister gefunden haben. Da können wir uns aktuell nicht mal nähern. Das wird bestimmt erst ganz, ganz, ganz am Ende freigeschaltet quasi. Vermute ich mal. Wo ist denn die Quest? Ach, da müssen wir jetzt wieder hin zurück. Zu dem Kerl? Oder wie? Ja, scheint so, ne? Wow, aber diese Fenikorns, die sind unheimlich hübsch. Die gefallen mir total gut. Aber ihr Lieben,
Für heute würde ich mich... Ach, wir haben jetzt Winter, deswegen schneit's. Ach so, okay. Dann bin ich ja mal gespannt, wie es in den anderen Gebieten aussieht. Ja, dass hier in der Wüste Schnee liegen bleibt, damit rechne ich auch nicht. Aber ich bin gespannt, wie es dann woanders aussieht. Ich verabschiede mich aber für heute erstmal von euch. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und morgen sehen wir uns dann wieder, wenn ihr mögt, hier in Yonder. Also dann, macht's gut. Tschüss.